Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Jenny Düftelt. Hier ist noch eins. Es ist wieder einiges zusammengekommen. Und damit dieser Korb leer wird, dachte ich mir, fange ich schon 2 Tage vor dem Neujahrswechsel an, euch die Sachen zu zeigen. Und mein Akku muss ich auch wieder mit einem Blick behalten. Beginne ich mal mit Traumdüfte wieder. Habe ich ja schon mal gesagt, ich versuche da so ein wenig gezielt aufzubrauchen, weil ich oft schon ein paar Duftleichen dabei habe. Ich habe zum einen die Blue Cream einen ganzen Beutel aufgebraucht. Ich hatte den, glaube ich, ein bisschen Duftwachs, wie vieles ja immer, ne? Und habe den in verschiedenen Räumen angehabt. Es ist kein Ballermann mehr. Also man nimmt ihn wahr, aber es ist nicht mehr so, dass man sagt, boah, ist der intensiv. Leider nein. Genauso wie geht es mir bei Love Story. Der ist auch noch sehr schön. Also Blue Cream ist übrigens der Nivea-Duft. Ne? Und Love Story ist halt ein sehr süßer, ein bisschen brausiger, pudriger Duft. Blumig dazu. Ich mag den, allerdings war der auch mal intensiver. Man nimmt ihn noch wahr, allerdings auch kein Ballermann mehr. Deswegen musste er auf jeden Fall, müssen jetzt so nach und nach auf jeden Fall dran. Dann habe ich von Traumdüfte Bubblegum Leonora und Salty Sea Air habe ich hier aufgebraucht. Auch ein Beutel von meinem Cookie oder Cupcake, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube das ist ein Cookie. Ich persönlich rieche hier in erster Linie den Bubblegum raus, dieses saure Kaugummi. Wo früher diese Tattoos drum gewickelt waren, wisst ihr noch. Das rieche ich da raus und das Leonora geht ein wenig unter, genau wie das Salty Sea Air. Aber nichtsdestotrotz wird dann Bubblegum ein wenig abgeschwächt, sodass er nicht ganz so ein Knallerduft ist. Aber der ist noch intensiv, da kann man nicht meckern. Ich muss das Akku schon mal weg. Ja, und weiter geht's. Da habe ich zum einen Bubblegum, aber den Pink Bubblegum mit Leonora habe ich noch mal in der Lampe gehabt und der ist wirklich schön intensiv. Das ist ein richtig süßer, pappig süßer Karies-Kaugummi-Duft. Ja, und an dem einen Abend habe ich dann halt, weil hier nicht mehr so viel drin war vom Rest, hatte ich mich im Tauschpaket noch einmal Pink Bubblegum, das waren so 2 Stücke, die habe ich mit in meine Duftlampe geworfen. War natürlich mega intensiv, ne? So, welchen ich auch noch in der nächsten Zeit noch mal reinwerfen werde, das ist nämlich nur noch ein Stück von meinem Herzmeld, ist Babypowder. Man sieht es kaum noch, ne? Das ist ja leider oft bei diesen Thermo-Etiketten so. Und hier muss ich auch sagen, ich habe jeweils so ein großes Stück da reingehauen. Das ist ja nicht gerade wenig. Und das ist auch nicht mehr ganz so intensiv gewesen. Deswegen, den werde ich auf jeden Fall jetzt die Tage nochmal verballern. Dann geht es weiter mit Yankee Candle. Da habe ich auch relativ viel von. Da habe ich zum einen November Rain gehabt. Das ist so eine kleine Duftprobe gewesen. Habe ich allerdings nicht mehr viel von wahrgenommen. So, welchen ich richtig schön fand, auch wenn das nicht mein in Erinnerung gebliebener Summer Scoop Erdbeereis war, war auf jeden Fall Summer Scoop. Den habe ich im Badezimmer angehabt. War richtig schön, fruchtig, cremig irgendwo. Aber ich weiß noch, früher mein Melt, das war wirklich Erdbeereis. Aber nichtsdestotrotz war es schön. Wild Pansies hatte ich, man sieht es kaum, ne? Aber da steht Wild Pansies, hatte ich auch im Badezimmer an. Das waren halt so selbstgegossene Duftmelds. War noch okay, aber auch kein Ballermann mehr. Apropos kein Ballermann, ich habe wieder 2 Votivkerzen aus meinem Repertoire verwendet und da habe ich nicht wirklich viel von wahrgenommen. Schade. Das war einmal der Magical Winter Forest. Ich habe wirklich gehofft, dass das was wird. Ich habe den komplett im Melt Cup, also im Centerpiece, warm gemacht. Und hieraus ist das ein richtig toller Winterwaldduft. Aber ja, mir wurde es verwehrt, diesen tollen Duft wahrzunehmen, leider. Und dann habe ich den Evergreen Mist ausprobiert. Der war ein wenig stärker, wenn auch keine Duftdröhnung. Ein wenig schade, ich weiß nicht, was los ist mit meiner Nase oder
sonst, also der hier wäre zum Beispiel ein wenig erdiger und fruchtiger gewesen als der andere. Aber beide sehr schön. Aber wie gesagt, nicht intensiv genug für mich. Dann habe ich Red Raspberry im Badezimmer angehabt. Und den fand ich ganz nett im Badezimmer. So ein bisschen was Fruchtiges. Man hat, war in Ordnung. Fruchtig, künstlich, ne? Dann habe ich mir selber, hatte ich nämlich gemischt, Vanille mit ein bisschen Icy Blue Spruce. Und der war schön. Das war eine ganz besondere Mischung. Hieraus rieche ich leider nichts mehr. Aber ich fand das irgendwie interessant. Also vanillig mit diesen, mit dieser eisigen, ja, Tannenbaum ist es. Ja, es ist ja schon ein bisschen was tannig oder grünes, ne? Aber ich fand es cool. So, dann habe ich ein bisschen, was haben wir denn da noch? Eisflower. Da habe ich ein bisschen was von meinem Loafer. Magical Winter Berries und Pine habe ich verwendet. Ich sag mal so, ich finde den Duft schön, aber der war aber auch nichts Besonderes. Also, ja. Müsste ich mir jetzt nicht kaufen, aber ja, ist in Ordnung. Genauso erging es mir nämlich mit dem Morning Sunrise. Das war ja diese mega fette Blume. Da habe ich jetzt noch das Stückchen übrig. Das werde ich jetzt die Tage einfach mal verballern. Und ja, das, weil es ist so ein, ja, ich sag mal, der riecht schon so ein wenig, als wäre die Luft raus. Obwohl ich das bei Eisflower wirklich sehr selten habe. Vielleicht ist es auch eine Wachseigennote. Aber das, was ich rieche, ist wie so eine Art Limonadenduft. Ja, Limonadenduft mit Grapefruit vielleicht. Sowas in der Richtung. Ein bisschen blumig dabei. Ist aber auch nicht verkehrt. So, dann habe ich noch zwei Centbecher, Meltbecher, Cent-Shotbecher von Eisflower. Da habe ich zum einen das Elfenlied. Da habe ich dem lieben Christopher auch ein Stückchen von abgegeben. Und das ist ein sehr aquatischer, frischer Duft. Ja, mehr kann man da eigentlich gar nicht zu sagen. Also, der hat jetzt keinen Wiedererkennungswert oder sowas. Der war ganz nett, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen müsste, boah, ich muss gucken, dass ich den irgendwo herbekomme. So war es nicht. Der dagegen irgendwo schon. Der war wirklich richtig schön. Das ist der Stonewashed Cotton. Und da habe ich erst, als ich so hier dran gerochen habe, habe ich gedacht so, oh ja, schön aquatisch, aber irgendwo auch pudrig. Der hatte für uns eine komplette Babypowder-Note. Ein bisschen frischer dabei, aber wirklich Babypowder. Fanden wir ganz toll. Der war gut. Dann hatten wir etwas Wohlfühlmomente an. Zum einen habe ich den Highland Gale, habe ich aufgebraucht, einmal. Ich glaube, einmal habe ich den noch. Und das war, hier rieche ich jetzt nicht mehr viel. Doch, hier. Also es ist ein cremig-seifiger, männlicher Duft. Also aber nicht dieser geduschte Mann, sondern einfach ein Mann, der sich mit einer schön duftenden Seife gewaschen hat. So roch das. Fand ich ganz toll. Mag ich. Dann so ein Duftmeld Magnetism. Heißt das so? Magnetism. Ja, und kann ich mich nicht dran erinnern. Ich denke mal, dass ich das kleine Stückchen im Badezimmer anhatte, weil die kleinen nehme ich dann gerne fürs Bad. Aber ich habe da jetzt keine Erinnerungen mehr dran. Dann habe ich nochmal Babypowder und Tahiti und Tiare Flower. Habe ich nochmal in der Duftlampe reingeschmissen. Das sind so kleine Mini-Waffeln. Und das ist ein ganz toller Babypowder-Duft. Wobei ich sagen muss, mit Tahiti und Tiare Flower würde ich mir ihn nicht mehr mischen lassen, weil ich habe das Gefühl, dass er dadurch ein wenig schwächer wird. Und ich mag Babypowder ja doch gerne mit der vollen Duftdröhnung. So, dann habe ich zweimal von Dani, also von der Wachsmacherei, etwas in der Lampe gehabt. Und zwar einmal den Roses and Oat. Und da dachte ich erst so, komm, ich tue den rein, aber ob Guido den mag? So, ne? Hatte ich im Arbeitszimmer an. Und irgendwann meinte mein Freund dann so, was hast du an? So ein bisschen herablassend klang das für mich.
Und ich so, das ist ein holziger Rosenduft. Der ist mega, sagt er. Ich so, okay, echt? Weil ich persönlich, der war schon sehr intensiv. Und ich persönlich habe mir dann, während der warm wurde, habe ich mir gedacht, boah, da, mag ich den? Der ist nicht scheiße, aber mag ich den? Kennt ihr das, wenn ihr dann so noch so zwiegespalten seid und dann auf einmal kommt dann halt euer Freund und sagt, boah, der ist mega. Und dann denkt ihr, ja gut, okay, ne? Ist ja schon mal gut. So, und der erinnert mich an irgendein Parfum, was ich früher hatte. Im warmen Zustand. Der kommt nämlich sehr parfümig rüber. Und das Holzige ist noch nicht mal männlich holzig oder so. Das ist eher so, wenn man so ein Moschus-Badewasser eingelassen hat, sage ich jetzt einfach mal. Und euer Freund liegt da drin, der aber vorher noch sein Parfum drauf hatte. So, genau, so kann man das sehen. Also, ich sag mal, in eurem Badezimmer, also genau, morgens hat sich euer Freund fertig gemacht, hat sich Parfum aufgemacht und abends geht er in die Badewanne. Dann ist da halt so ein Moschusbad-Badewasser, was so leicht duftet. Und dann geht er da rein und taucht unter Wasser und das Parfum vermischt sich mit dem Wasser. Und weiß ich nicht, ihr seid gerade dabei, die Rosenhecke zu schneiden, ja. Und der Duft kommt nach draußen, weil das Fenster am Garten hängt, ja, so rauskommt. Also das ist eine ganz besondere Mischung. Und ich habe davon auch noch was. Das war eine Beschreibung, wa? So, und dann habe ich den Mesmerize, hatte ich in der Lampe. Und das war für mich ein Alien-Dupe. Ja, wobei, da war doch noch irgendwas anderes. Ich glaube, das war letztens, war es von Duftkonfetti? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder wovon das auch immer war. Das war richtig krass, Alien. Aber der hier erinnert mich auch daran. Dann habe ich ein wenig Scentsy. Da habe ich I'm Snow Over It. Habe ich in beiden Badezimmern, da waren zwei Würfel drin, in beiden Badezimmern in der elektrischen Duftlampe drin. Und ich rieche gar nichts. Niente. Nix. Sehr schade, weil ich finde Scentsy ist halt auch, weil das ist halt auch nicht ganz so günstig, ne? Und wenn man die dann halt direkt verballert in zwei Lampen, ist es halt ein bisschen schade. Aber ich rieche davon wirklich gar nicht. Und dann habe ich, den werde ich auch aussortieren, der war übelst für mich. Also mein Freund fand den jetzt gar nicht so schlecht. Der ist sehr, sehr extremst würzig. Boah, mir jetzt, also ich ganz ehrlich, ist halt nur meine Meinung, meine Nase. Aber der war so intensiv, so würzig, dass ich es hier stehen hatte. Wenn er versteht, ja. Und das ist der Around the Campfire. Wenn ich kalt dran rieche, geht's, ja. Aber, boah, das ist so ein Knalleduft. Also ich glaube, der ist bei mir nah an der Grenze zu Maggi. Aber der ist wirklich sehr verkokeltes Holz. Also Lagerfeuer geht schon aus und ja, sitzt mit den Marshmallows, sitzt die da immer noch dran, weil es ein sehr langer Abend war. Die Glut ist nur noch am Glühen und ihr hängt noch mit euren Marshmallow-Stäben und versucht über der Glut, versucht ihr das Marshmallow noch so richtig schön warm zu bekommen. Dadurch brutzelt euer Stab schon, weil das nicht mehr richtig angeht und das Marshmallow ist irgendwann verbrannt. So riecht das für mich. Aber Guido fand den toll, aber den habe ich schon in meinem Insta-Sale drin, den werde ich verkaufen, weil da sind noch 6 Würfelchen drin. Welchen ich allerdings sehr, sehr schön fand, war der Silk and Ivory. Leider aus der Bring Me Back, also Bring Back My Bar-Reihe, das heißt, der wurde, ist schon aus dem Sortiment genommen worden. Silk and Ivory. Sehr unscheinbar hier raus. Also ich finde, was heißt sehr unscheinbar? Der riecht schon toll hier raus, ja. Aber wenn ihr den dann in der Duftlampe habt, ja, mein lieber Scholli. Ich glaube, das gehört hier zu, ne? Ja. Ich glaube, ja. Obwohl, tue ich mal lieber weg. Ich hatte hier nämlich so ein Ding drin. Also in der Duftlampe ist das so ein schöner, parfümiger, einhüllender, leicht kaschmirmäßiger Duft. Ich fand den großartig. So. Dann haben wir, holen wir uns mal hier rüber. Dann habe ich etwas von Goose Creek aufgebraucht und zwar den Balsam Fir.
ja, ich hatte halt ein bisschen Bock auf Tannenbaumdüfte. Und das war halt einer, ne? Ich musste allerdings hier zwei Brocken reintun, weil mit einem war das schon ein bisschen mau, sag ich mal. Aber es war in Ordnung, dann konnte ich halt ein bisschen was aufbrauchen noch, weil die Schubladen sind immer voll, ne? Ja, und ja, das ist halt ein typischer Tannenbaumduft. Nicht mehr und nicht weniger. Ich werde mir jetzt wieder dieses Ding hier rausholen. Ja, das Teil hole ich mir nämlich raus, weil die leeren Teile verwende ich ja gerne nochmal, um selbstgegossenes da reinzutun. Ja, und dann habe ich noch ein Goose Creek Melt und das war In the Forest. So, In the Forest ist halt eher so ein ätherischer Nadelbaumduft. Während der eine halt eher so schon authentisch wirkt. Für mich wirkt er auch authentisch, weil ich mag halt jede Art von Nadelbaumdüften. Aber ich denke mal, für viele wird dieser eher dieser Erkältungsbad-Moment haben. Aber ich stehe drauf, ich mag es. Dann habe ich, machen wir weiter mit so einem, wie nennt man das, Clamshell. Da habe ich mich wieder einen Tannenbaumduft in der Lampe gehabt. Den habe ich von der lieben Katharina vom Kanal Dalinka, sei lieb gegrüßt, wir vermissen dich. habe ich von Sensationals den Perfectly Pine, habe ich aufgebraucht. Ich habe den nämlich nochmal bei mir in der Sammlung und von ihr habe ich nämlich zwei Bröckchen bekommen. Habe ich dann halt auch verballert. Sensationals ist ultra intensiv. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr authentischer Christbaumduft. Der ist geschlagen worden, stirbt gerade. Ne, also ist nun mal so, man hat ja keine Wurzel dran, ne? Also, aber man hat dann halt auch noch so ein paar Gewürze im Hintergrund. Aber ich mag den sehr. Dann habe ich noch ein Becherchen und zwar den Royal Sands Magic Fairy Tale. Und der war ein wenig schwach auf der Brust, muss ich sagen. Hätte ein wenig intensiver sein können, ja. Aber nichtsdestotrotz war das ein schön pudriger, seifiger Duft. Ja, ist in Ordnung gewesen. Dann habe ich von... Oh Gott, wirklich, Leute, das war der schlimmste Duft nach... Nee, noch vor Campfire, Scentsy. Das war von Country Candle, der Coffee Shop. Ich weiß nicht, ob ihr regelmäßig meine Videos seht, aber in irgendeinem Mission Duftwachs habe ich zu euch gesagt, boah, da hinten stank es dermaßen nach Maggi raus. Da bin ich dann halt, weil jedes Mal, wenn ich dran vorbeigegangen bin, kam mir so ein dermaßener Maggi-Geruch in der Nase hoch, ja, dass ich gedacht habe, so, jetzt muss ich diesen Duft suchen, ja. Und bin ich hier, denke ich, mit fündig geworden. Coffee Shop, ich habe den in der Lampe gehabt und mir wurde schlecht. Hier rieche ich Gott sei Dank nicht mehr viel raus. Das war ein, das, ich weiß nicht, ob Kaffeedüfte das in mir auslösen, aber ich habe gedacht, ich müsste mich übergeben. Das war so dermaßen würzig, Maggi mit irgendeinem... Bäh. Sorry, die Düfte, die ich gerochen habe, die waren oft einfach nur ganz widerlich in meiner Nase. Und es ist nur mein Empfinden. Ja, nicht, dass ich jetzt jemanden auf den Schlips trete damit. Dann habe ich gerade noch an von Chestnut Hill Under the Mistletoe. Den habe ich letztens nämlich auch bekommen und dann dachte ich mir, komm, bevor ich ihn da hinten reinwerfe und mitten im Sommer dann halt ziehe, verdüftel ich jetzt diesen Weihnachtsduft. Und ich rieche ihn nicht stark, muss ich sagen. Also hieraus riecht er wirklich sehr schön nach getrocknetem Tannenbaum. Ein bisschen was Parfümiges dabei. Ich finde den großartig hier draus, aber so richtig Bums hat er nicht. So, dann habe ich von einer unbekannten Firma, wie hier drauf steht, habe ich den Dove-Type ausprobiert im Arbeitszimmer. Und der war wirklich mega schön cremig und so. Es hat noch ein Mühe gefehlt, um wirklich mein Dove-Deo zu sein. Aber er kam sehr, 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 sehr nah ran. Dann habe ich von der lieben Manu ja zu Weihnachten bekommen den Prices Unchained Forest. Das ist so ein mega großes Teelicht gewesen. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sehr gut runtergebrannt, muss ich sagen. Hatte ich im Badezimmer drin. Und der war intensiv. Also ich weiß nicht, ich hatte bisher mit Prices nicht gute Erfahrungen gemacht. Ja, aber die beiden Kerzen, diese und noch eine habe ich ja im Moment an. Die ist allerdings gerade flüssig, deswegen habe ich sie ja nicht stehen.
beide, die ich von Manu bekommen habe, haben mich überzeugt. Der hier ist parfümig, leicht waldig und süß dabei. Ich fand den toll. Also anders als ich gedacht habe, weil ich habe gedacht, das wäre die volle Tannenbaumdröhnung warm, aber der war halt wirklich eher so süß parfümig, aber ich mochte es. Und dann habe ich gerade aktuell an von Greenleaf Painted Poppy ein Motiv in meiner Küche, im Centerpiece, aber auch hier genau wie mit den Yankee Candles, ich rieche da nichts von, keine Ahnung. Dann habe ich ein Melchbecherchen hier, den Suede Sandalwood. Da muss ich noch mal kurz ein Näschen dran nehmen. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher das ist. Ja, und genau. Ich finde, der ist sehr... Meine Güte, was ist denn los? Dieser hier ist sehr ähnlich zum Ludwig Fireside. Ein bisschen tatsächlich so eine Hauch-Wildledernote ist da drin. Kann euch aber jetzt gerade nicht sagen, weil ich habe es nicht in Erinnerung, ob diese Wildledernote auch warm rauskommt. Aber ich finde den kalt ganz toll. Welchen ich gestern im Arbeitszimmer anhatte, ist von Tuscany Candle, ist das der Amber. Habe ich einen Brocken reingetan und richtig toller Duft. Ja, ich fand den großartig. Also hier riecht der schon so, als wäre der Duft schon so ein bisschen alt, sage ich jetzt mal, ja. Aber warm war der so ein orientalisches, noch nicht mal, doch Parfüm schon, aber so als würdet ihr in, ich weiß es nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß nicht, so vielleicht im orientalischen Land. Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Da gibt es ja, ich war früher mal in, so in Ägypten war das, glaube ich. Da war ich in so einem Laden drin, wo die so Duftöle so verkauft haben. Also quasi, ich habe mir damals Chanel, also hier dieses Coco Mademoiselle, habe ich mir damals das Dupe als Duftöl geben lassen und so weiter. Und wenn man da reinkommt, dann ist da halt, weiß ich nicht, das riecht ganz toll da, finde ich, ne? Nach den ganzen Duftölen. Manchmal sitzen die ja auch vor der Tür und rauchen noch Shisha. Haben dann halt vielleicht ihr auch ein Parfum drauf, um das so anzupreisen. Weil das hat so eine Hauch Männlichkeit, dieser Duft. Aber jetzt nicht, also so, nicht so geduschter Mann auch, das auch wieder nicht. Eher so wirklich so edler Mann. Ja, das waren meine Duftwachse. Und jetzt kommen meine Kerzen, die ich so verbraucht und angedüftelt habe. Ich beginne erstmal zu erzählen. Ich habe in der Küche einen Duft an, der null weihnachtlich ist oder null winterlich, aber sowas brauche ich nun wieder wegen den Essensgerüchen. Da habe ich jetzt im Moment von Goose Creek den Sweet Tea an. Muss allerdings auch mal abgegossen werden, aber die ersten Tage war der richtig schön Eistee dort, ne? Und im Schlafzimmer ist immer noch mein Prices Cotton Powder. Ein wahnsinnig toller, pudriger Duft. Naja, mega. So, jetzt beginne ich erstmal mit den leeren Sachen. Da habe ich zweimal Glade, ist das, glaube ich, ne? Ist das Glade? Ja. Zweimal Glade unterm Warmer gehabt. Also hier ist weg, da ist noch ein bisschen drin. Unglaublich toll. Das ist wohl dieser Volcanic Coconut, heißt der. Ich rieche kein Kokosnuss. Ich habe mir halt, im Endeffekt habe ich mir davon auch Melz gegossen. Ich hatte sie erst an und dann habe ich sie mir in Melz gegossen. Ein mega toller Duft und jetzt können die hier auch mal weggeworfen werden. Ich glaube, eine davon habe ich noch, welche ich auch aufgebrützelt habe. Ein bisschen schade drum. Ich habe mir damals aus einer Bruchkerze, Bruchkerze Home for the Holiday, habe ich mir damals eine Kerze und Melz gegossen. Die Melz, davon habe ich mir welche gegossen. Kann ich euch nicht zeigen. Mir welche gegossen und ich habe auch so große, fette Waffelherzen im Insta-Sale reingestellt. Da ist jetzt die Tage das letzte von verkauft worden. Es ist halt ein schon ordentlicher Raritätenduft, ne? Ich habe mir daraus übrigens eine Dreidochtkerze gemacht und so muss ich sagen, sehr gut abgebrannt, ne? Ein bisschen gerußt hat sie, ne? Aber das ist halt, wenn man sich selber Kerzen macht, ne? Man hat den Abstand nicht richtig und so weiter, ne? Aber ich muss sagen, die ist echt gut runtergebrannt und der Duft. Ja, boah. Also das ist eine ordentliche Weihnachtskerze, muss ich sagen. Hier ist alles drin, was ihr euch an Weihnachten vorstellen könnt. Hier, man riecht ein bisschen
Gewürze, so wie Spekulatius, aber ohne Keksduft. Ja, man riecht ein bisschen was Weihnachtsbaumäßiges. Man riecht aber auch was Zimtlastiges, obwohl ich ja kein Zimtmädchen bin, aber diese Kombination war einfach mega, sodass ich den tatsächlich komplett runtergebrannt habe. Was ich ein bisschen schade finde, aber dafür sind Kerzen ja da. Ne? Wenn ich da irgendwann nochmal recht günstig dran komme, weil es ist nun mal eine Rarität, dann würde ich mir den tatsächlich sogar nochmal holen. Dann hatte ich den ja ganz, ganz lange immer, habe ich ja im Duftrückblick erzählt, habe ich den Spiced Orange, hatte ich ja in der Küche an. Und jetzt hat er wirklich sein letztes Stündlein hatte geschlagen. Ich habe, als der so voll war, habe ich den Rest, weil er hat vor Duftöl getrieft, ja, habe ich dem, weil da kam die Lampe auch nicht mehr dran. Ich hatte erst überlegt, stelle ich den auf den 2-in-1 Warmer, aber dann habe ich gesagt, nein, komm, mach aus den Rest Melz. Ein paar verkaufe ich, glaube ich, noch. Ich habe gestern noch ein paar davon verkauft. Das ist halt der krasse Spezi-Duft, ne, also... Das ist halt eigentlich Orangen gespickt mit Nelken, aber ich rieche hier einfach nur Mexomix und ja, ich habe eine Kerze wieder leer. Das war's mit den leeren Kerzen. Jetzt kann ich euch wieder die angedüftelten zeigen. Da habe ich hier unter meinem, oh, wo ist er hin? Da hinten unter meinem Beacon, habe ich wieder die Fresh Balsam, hatte ich wieder drunter. Und ja, habe sie auch mittlerweile einmal kurz abgeschöpft, damit da wieder die volle Duftdröhnung kam, weil ich hatte schon ordentlich was gedüftelt. Am Anfang ist das nämlich immer so ein richtig schöner Ballermann. Man kommt rein und es riecht nach Wald und so, ne? Irgendwann war das dann halt nicht mehr so und jetzt habe ich es abgegossen und ich denke mal, fürs nächste Mal ist es dann wieder okay. Die Dochte sind halbwegs abgesoffen, aber das macht nichts. Ich werde die eh verbrutzeln. Aber es ist wirklich ein sehr schöner Tannenbaumduft, was drin ist. Ist Woodland Balsam, Crisp Eukalyptus, Fir Needles und Cedarwood. Tolle Kerze. Ich bin ja nicht mehr ganz so auf den, das Bath & Body Works hier, aber generell, obwohl ich wieder ein bisschen was in der Tauschkette und so weiter zugeschlagen habe, versuche ich tatsächlich oder bin eher mittlerweile so, dass ich lieber Wachs düftel. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich Kerzen immer noch ganz toll, aber ich bin halt auch am Überlegen, tatsächlich natürlich nicht für 30 Euro, aber ich habe ja noch meine Napa Valley Sun, aber die sind halt alle schon angedüftelt, also angebrannt. Meine Napa Valley Sun, ich habe meine Golden Sands und so weiter. Ich spiele im Moment ab und zu mit dem Gedanken, dass ich mich von diesen trennen werde. Aber so weit ist es noch nicht gekommen, dass es dazu kam. Also wenn ihr Interesse daran habt, ja, dann folgt mir auf jeden Fall bei Instagram unter meinem Sale-Account, weil dort werde ich die auf jeden Fall reinstellen. Wie gesagt, da werde ich keine 25, 30 Euro für verlangen, weil ich selber habe dafür für die Golden Sands, glaube ich, 45 mal bezahlt und die waren schon gebraucht, ja. Und für die Napa Valley, da habe ich, glaube ich, 54 Euro oder so für bezahlt. Die sind nun mal sehr rar und demnach werde ich die auch nicht verscherbeln, weil es jetzt nicht so, als hätte ich Geldnot. Ich möchte die halt einfach nur eventuell abgeben. Aber da spiele ich nur mit dem Gedanken. Und wenn ihr da halt tatsächlich voll die Fans von seid, von diesen Düften und da tatsächlich auch ein wenig sagt, ja, das ist die mir wert, dann folgt mir da auf jeden Fall. Wenn die rauskommen, werde ich sie direkt dort posten. Und der zuerst kommt, ist ja dann immer so, ne? Ich gebe da auch, ist jetzt auch nicht so, dass ich dann halt jemanden Vortritt lasse, der mir jetzt hier sagt, Jenny, wenn, ne, dann sagst du Bescheid. Nee, ich mache das bei Instagram und derjenige, der als erster da ist und sagt, ich will sie und überweist, dem gehört sie natürlich. Ich muss mal eben neu starten. So, machen wir weiter. Ich habe von Yankee Candle die Icy Blue Spruce im Flur, meine ich, unter dem Dings gehabt, wie ihr seht, komplett weggemacht hier. Hier kommt mir ein wahnsinnig toller Duft raus entgegen. Dieser Icy Blue Spruce Duft ist schon toll, muss ich sagen. Ne? Aber ich habe wirklich auch hier die Hoffnung gehabt, im Flur kommt mir, wenn ich reinkomme, ordentlich was entgegen. Nee, ich weiß nicht warum. Ich habe auch im Moment noch eine intensive Kerze, eine intensivere Kerze da stehen. Die zeige ich euch gleich auch hier. Da rieche ich auch nichts. Ich weiß nicht, was los ist. Also, ja.
Also Icy Blues Blues kennt ihr ja bestimmt auch. Tannig, sehr frosty. Mag ich eigentlich. Welche bis gerade eben nämlich noch da stand, die ich jetzt gerade kurz weggenommen habe, ist nämlich meine Cranberry Ice. Und Leute, die ist wirklich intensiv normalerweise, ja. Und, die ist wirklich, das ist süß und sauer zugleich. Man riecht das Frostige. Ich finde den großartig und dachte mir, komm, was für ein lecker Fruchtiges, wenn man reinkommt. Ich persönlich rieche das nicht, meine, wenn wir mal Gäste haben, weil zu Corona-Zeiten haben wir wirklich gar, oh Gott, nie, aber auch vorher immer schon, ne? Wenn die Leute dann reinkamen, oh, hier duftet es immer so gut. Ich rieche nichts mehr. Aber man gewöhnt sich ja natürlich auch dran. Und dann, wenn man ständig den Zinken verstopft hat, ne, muss man sich nicht wundern. Ja, dann habe ich im Arbeitszimmer den Christmas Magic, habe ich unterm Warmer. Ich denke, der muss nochmal abgegossen werden, wobei, ich glaube, so lange ist es noch gar nicht her, dass ich ihn abgegossen habe. Aber wie gesagt, es ist halt im Moment so ein Dilemma mit den Kerzen an sich. Und außer die Bath & Body Works, die war jetzt, aber ich denke mal, das ist auch, weil der Beacon halt sehr nah dran ist, ne? Ja, Christmas Magic ist für mich Inbegriff der Weihnachtskerze für mich. Das riecht einfach nach Geborgenheit, nach Tannenbaum. Das riecht so, als würde man, wäre man als Kind früher nach Hause gekommen und Mama hat geschmückt. So riecht das, so ein bisschen Räuchermännlein und so weiter. Finde ich ganz toll und davon habe ich auch noch Backup. Dann auch hier unter Morma gehabt ist meine mittlere Cozy by the Fire. Habe ich ein Podest für gebaut, damit die höher an der Lampe dran ist. Eigentlich finde ich die mittleren auch ganz cool dafür. Weil dann hat die Lampe nicht so viel Platz bis nach unten. Wisst ihr, was ich meine? Also finde ich gut. Ja, Cozy by the Fire hatte ich ja letzte zwei Wochen schon öfter mal an. In Verbindung mit diesem, wie hieß er denn? Holiday Magic, glaube ich. Genau, in Verbindung damit, den hatte ich ja von der lieben Kira bekommen. Weil es für mich nämlich wirklich danach duftet. Oh Gott, jetzt kriege ich meine Schublade nicht zu. Und so jetzt aber. Ja, und ist halt ein sehr trockener, für mich schon hat er was, ein bisschen was von Glühweinstand, trockene Heizungsluft, Feuer, so riecht der. Ich finde den toll. Aber ich weiß gar nicht, gibt es den noch? Weil immer, wenn ich mal so online gucke, entweder ist der ausverkauft oder bei Amazon utopische Preise. Ist der noch im Standardsortiment? Ich habe das gar nicht mitgekriegt, wenn der rausgegangen sein sollte. Naja, dann habe ich auch mal angezündet, die beiden hier. Das ist einmal von Tuscany, ist das aus der Farmhouse Collection, den Fireside. Habe ich leider nicht so ganz gerochen. Also ich werde mir den, denke ich, obwohl der hier raus mich sehr, sehr schön Fireside-mäßig riecht. Ich denke mal, dass ich mir den nach und nach einschmelzen werde, weil der ist schon schön. Das ist ein richtig schöner Fireside-Duft, der mich sehr an den Fireside von Yankee Candle erinnert. Das Glas mag ich auch. Die letzte, die immer wieder angezündet wurde, wie man hier sieht, ne, hat sich auch leicht verfärbt. Bei vielen verfärbt sich das ja echt ekelhaft. Hatte ich auch schon so das eine oder andere. Aber die hier geht. Das ist die Cozy Christmas. Ein wunderschönes Label, wie ich finde. Mega. Ja, da ist übrigens drin Nordic Cedar, Firewood, Orange Rind, Nutmeg und Vanilla Bean. Und hier rieche ich nur Docht. Ja, also ich sag mal, wenn der an ist, ist das eine, ich sag mal, ist jetzt nicht so intensiv wie meine Winter Wonderland oder wie Grey oder wie, was haben wir denn noch so? Christmas oder Balsam Fir oder so, die sind richtige Ballermänner. Die ist auf jeden Fall gut wahrnehmbar, könnte aber noch ein bisschen intensiver sein. Aber die riecht auch ähnlich wie die Christmas Magic. Und ein bisschen auch wie die Home for the Holidays, so ein bisschen beides zusammen. Und mag ich, wird auch weiterhin verbrutzelt. Ich weiß, ich denke mal jetzt auch noch. Ich gucke, dass ich die nochmal anmache, die Tage oder gleich. In Verbindung zu anderen Mützeltor, der jetzt gerade nicht burnt hier. Ja, ist in Ordnung. Ne? Und das war's. Das war ja, glaube ich, eine ganze Menge. Ne? Gefühlt hatte ich einen ganz trockenen Mund gerade vom Quasseln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Irgendwie sehe ich gerade, sehe ich das so ein bisschen so. Ich habe einen Pony, trage den aber selten, ne? So. Ist doch besser so, oder? Tada.
Aber jetzt ist das Video eh vorbei. Der macht auch, was er will hier. Wie lang mein Pony eigentlich ist, ne? Schon krass. Schauen wir mal, wie es jetzt wird. Also ich sag mal, jetzt so nach Weihnachten habe ich immer noch Bock auf so ein bisschen weihnachtliche Düfte, so Winterdüfte. Aber ich hatte halt auch zwischendurch die letzten 2 Wochen trotzdem auch mal so einen Rosenduft an oder sowas. Also auf sowas habe ich auch Bock. Oder wie dieses Mal auch Pink Bubblegum und so weiter, ne? Ich mag es zwar saisonal, aber ich habe da auch kein Problem mit, zwischendurch auch mal was anderes zu düfteln. Ich werde die noch ein wenig in meinem Schrank so sortiert lassen, bis dann halt wirklich ein wenig, ich denke mal so tatsächlich, dass ich so im Februar anfangen werde, meine Frühlingsdüfte zu düfteln. Das ist immer so um den Dreh. Und ja, wie ist es bei euch? Habt ihr viel verbrutzelt jetzt im Dezember? Das ist ja schon so vom Oktober bis Januar, Februar sind ja schon so Hauptmonate, wo man düftelt, oder? Aber selbst ich düftel ja auch im Sommer, das habe ich ja kein Problem mit, ne? Aber ich quassel und quassel und das ist so zusammenhanglos, oder? Tut mir leid. Ich werde jetzt aufhören. Schreibt mir einfach irgendwas in die Kommentare, was euch so gerade auf dem Herzen liegt. Was ihr, genau, wie viele Kerzen habt ihr in den letzten 2 Monaten leer gedüftelt? Das ist meine Frage. So, seitdem es kalt wurde und so weiter. Sagt mir mal, wie viele Kerzen ihr in den letzten 2 Monaten leer gedüftelt habt? Das würde mich immer mal interessieren. Weil bei mir ist ja immer mal was dabei, aber es ist ja nicht so, dass es gang und gäbe ist, ne? Okay, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ciao!